Also ich arbeite eigentlich mit allem, worauf ich Bock habe. Da ist mir jedes Material recht. Da arbeite ich auf Karton genauso gerne wie auf Hartfaserplatte. Ich bevorzuge aber eigentlich auch die Leinwand. Also ich hasse leere Leinwände, also so freie Stellen auf einer Leinwand. Und bevor ich überhaupt mit dem Bild anfange, muss ich erstmal die ganze Leinwand vollschlotzen mit Farbe. Und ich war natürlich auch jung und immer in Bars und Clubs. Und dort gibt es ja immer kurz vor den Toiletten diese Postkartenständer mit der ganzen Werbung und so weiter. Und die Dinger, aber auch alte Flyer und ähnliches, benutze ich als Rakel, um die Farbe überhaupt erstmal zu mischen auf der Leinwand oder auf der Platte und ja, in eine gute Form zu bringen und damit alles zu benetzen. Das ist immer eine große Sauerei. Man kann eigentlich nicht an der Staffelei arbeiten. Ich arbeite immer auf dem Boden und es ist flach, weil sonst würde alles immer zerlaufen. Und ja, wie gesagt, wenn man richtig anfängt, dann kann man manchmal 3 Tage im Atelier nicht rumlaufen.